Schau dir die Ausrüstung an. Wir nähern uns dem Zentrum von hier. Ich kann es fühlen. Tretet die Tür ein. Ich suche nach einem anderen Eingang. Gute Idee. Das hat schon mal geklappt. In Ordnung. Leg los! Beeilung! Brecht sie auf! Ha! Ist das eine Art Lüftung? Keine schlechte Idee. Hat sie es auf die andere Seite geschafft? Omega-Freigabe. Also. Was sagst du zu deiner Verteidigung, Ted? Santo und sein Kind sind tot. Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind, um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit, für die Zukunft. Das ist ganz Ted. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Les Zukunft. Les Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Santo sagte, dass ich nicht mehr altere. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Ich muss nur abwarten, bis die Mutationen aufgehört haben. Zeit und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor, damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe, damit ich die Kinder begrüßen kann. Sie brauchen mich. Meinen Rat. Meine Führung. Dann bin ich nicht mehr allein. Pharaohs Geheimnisse. Sind sie hier? Nicht die, nach denen du suchst. Dann müssen sie da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Na, endlich! Pharaohs Vermächtnis gehört mir!
verbrennt alles. Warte, nein. Pharaoh hat es so manipuliert, dass es zerst... Erledigt sie auch. Keine Zeugen. Schon. Heb die Munition! Weitermachen?
ist passiert? Wir haben was gefunden, das hilft. Nicht nur deinem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der CEO? Er ist tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Nein, nein! Der CEO war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Fantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Moment. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva, ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Ach, ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Barl, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen. Barl gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Nun, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht reden nach dem Tod des CEOs mehr Quen mit mir. Und der Langhals ist immer noch in der Nähe. Ich wechsle besser die Kleidung. Unglaublich, dass ich mich für den CEO verkleiden musste.
Aloy, könnten wir reden? Da ist sie ja. Wie ich höre, hast du Theben gefunden. Wie war's? Irre Lava. Ich kann nicht klagen. Ich werd's mir für meine nächste Reise merken. Immerhin habe ich alles, um Hephaestus zu kriegen. Gut, dass meine Ausrüstung bereit ist. Oh, bevor ich's vergesse. Hier. Das hier soll dich erinnern an unsere Mission. Wir sind ein gutes Team. Ja, sind wir. Hast du schon mit Alva gesprochen? Als sie gerade nicht die Archive las, wie ein aufgeregtes Kind beim ersten Bier. Sie hat sich jedenfalls schnell an den neuen Fokus gewöhnt. Ja, ich bin ja schon etwas neidisch. Aber ich verstehe, warum ihr euch gut versteht. Du siehst müde aus. Ha! Du nimmst kein Blatt vor den Mund, was? Ich habe nur überprüft, dass auch alles für deine Mission bereit ist. Ich will es diesmal nicht versauen. Du schaffst das schon, Erend. Ich brauche eine Pause. Lust auf eine Runde Streit? Klar. Ich baue das Brett auf. Oder vielleicht spielen wir doch lieber später. Sicher. Das Brett ist hier, wenn du bereit bist. Ich muss jetzt gehen. Sobald wir zu den Brutstätten aufbrechen sollen. Ich sag dir dann Bescheid. Willkommen zurück. Schön, wieder da zu sein. Kennst du schon unseren Quen-Gast? Ich konnte kaum mithalten, als sie sich die Basis anschaute. Val gab ihr einen neuen Fokus. Aber als er ihr sagte, dass sie frei auf all unsere Daten zugreifen darf, wurde sie so bleich, dass ich dachte, sie wird ohnmächtig. Wir haben ihr das Archiv gezeigt, damit sie es nutzen kann. Seitdem hat sie es nicht verlassen. Klingt nach Alva. Übrigens, wenn du Zeit dazu hast, triffst du mich in Reinklang? Ich muss noch die Landgötter mit dem Neustartsignal heilen. Also ich hoffe, dass es sie heilt. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Das weiß ich zu schätzen. Ist was Interessantes passiert, als ich weg war? Erend hat erzählt, wie ihr die Osaram aufgespürt habt, die Regala mit Maschinen versorgen. Er erzählt die Geschichte hartnäckig, mindestens zweimal am Tag. Es bedeutet ihm viel, dass du ihn um Hilfe gebeten hast. Ohne seine Hilfe hätte ich sie nicht aufspüren können. Wie läuft's bei den anderen? Etwas ruhiger. Erend ist dabei, Daten zu seiner neuesten Obsession zu suchen. Offenbar kämpften die Alten mit Maschinen für eine Art Darbietung. Es hieß Metal vs. Meat. Ein unvergleichlicher Kampf zwischen Stahl und Fleisch, wie Erend es nennt. Als hätten wir davon nicht sowieso schon genug. Hast du was Interessantes gelesen? Ich fand heraus, dass die Alten Blätteraufgüsse wie die Utaru tranken. Tee nannten sie das, diente offenbar zur Beruhigung. Das und eine Art von Duftwachs zum Reinigen ihrer Aura. Und etwas, das sie Schaumbad nannten. Also ich glaube, ich bleib beim Singen, um mich zu beruhigen. Ich muss jetzt weiter. Ja, du hast die Omega-Freigabe. Das heißt, wir können bald Hephaestus jagen. Meine Ausrüstung ist bereit. Ein Blick in dein Gesicht sagt mir, die Mission war ein Erfolg. Habt ihr Omega-Freigabe? Sind alle bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Sobald du uns Bescheid gibst. Ist Alva heil hier angekommen? Unsere neue Quen-Freundin? Als sie die Archive erblickte, stürzte sie sich darauf wie ein Langbein. Das klingt doch gut. Sobald Gaia wieder läuft, erwarte ich, dass du dein Training optimal einsetzt. Die Samen wurden gepflanzt. Sie brauchen nur noch eine Chance zu blühen. Was? Ich fand das gar nicht so schlecht. So hat's gefallen. Ich bin froh, dass ihr euch gefunden habt. Vergiss nicht, dass
das dein Verdienst war. Jetzt, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen und sind den Sinips endlich überlegen. Ich bin gespannt auf ihre Gesichter, wenn sie die angreifenden Donnerkiefer sehen. Besser sie als wir, zur Abwechslung. Ich sollte das zu Gaia bringen. In Ordnung. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Aloy! Bei der Arbeit, verstehe. Es ist einfach so viel. Ich meine, wir wussten, dass künstliche Wesen den Ahnen gedient haben, aber Gaia? Oh, sie ist erstaunlich! Und du, eine echte Reinkarnation einer Ahnen. Im genetischen Sinne natürlich, nicht wie der CEO in den letzten Tagen. Und da draußen sind noch weitere Ahnen, zurückgekehrt von jenseits der Sterne. Sicher, sie versuchen uns zu töten, was nicht so toll ist. Und Eric Visser ist bei ihnen, was verstörend ist. Und dann ist da noch Hephaestus und... Okay, okay. Wie wär's, wenn wir eins nach dem anderen machen? Du hast recht. Ich schulde dir auch eine Erklärung für alles, was geschehen ist in Landfall. Ich denke, du kennst sie noch niemanden wirklich gut, aber sie sind eine gute Truppe. Schon lustig, denn eine davon ist, naja, genau wie du. Nicht, dass ihr die gleiche Person seid, das nicht. Ich meine schon. Also genetisch seid ihr beide Elisabeth Sobek. Und trotzdem verschieden. Ja, sind wir. Ich hoffe, alle haben dich gut behandelt. Oh, natürlich. Alle waren äußerst gastfreundlich. Und sie... teilen das Wissen, das sie auf ihren Fokussen lernen, frei untereinander. Das ist erfrischend. Zu Hause können Wahrsager Daten nur mit der Erlaubnis der Aufseher anderen zeigen. Klingt sehr restriktiv und beengend. Das siehst du ganz richtig. Du hast deinen neuen Fokus benutzt. Es war faszinierend. So viel besser als die Version, die die Quen haben. Zum Durchsuchen hätte ich Jahre gebraucht, etwa für die wiederhergestellte Datenbank. Damit konnte ich Suchparameter einrichten, um den Prozess zu beschleunigen. Dies könnte revolutionieren, wie Wahrsager das Vermächtnis analysieren. Das heißt, die Teile, die die Aufseher uns tatsächlich studieren lassen würden. Du wolltest Daten, hier findest du jede Menge. Noch nie hatte ein Wahrsager derart unbeaufsichtigt Zugriff auf Archive wie diese. Und so wie ich dich kenne, gibt es dort sicher vieles, was normalerweise verboten wäre. Doch ich wurde geschickt, um euch zu helfen. Ich wäre nachlässig, eine mir offenbarte Wahrheit zu ignorieren. Vielleicht hilft es den Quen, ihren Weg zurück zum Pfad der Wahrheit zu finden. Du hast Eric Visser erwähnt. Woher kennst du ihn? Der Zenith, der dich töten wollte? Die Quen kennen ihn als den Beschützer. Die Analyse seiner Arbeiten brachte uns bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Waffen- und Militärtaktiken. Wissen, das unsere Herrscher für Eroberungen nutzten, um zu dem Reich zu werden, das wir jetzt sind. Deshalb gehört er zu unseren am meisten verehrten Ahnen. Doch nach deiner Begegnung mit ihm zu urteilen, scheint er noch gnadenloser zu sein, als wir uns vorgestellt hatten. Eine weitere verzerrte Interpretation des Vermächtnisses. Zumindest setzt du Teile der Wahrheit zusammen. Wenn doch unsere Aufseher zu Hause das Gleiche tun würden. Beta hat andere Zeniths erwähnt. Tilda, Verbena und Gerard. Ich fürchte, über sie weiß ich überhaupt nichts. Welches Vermächtnis sie hinterließen, konnten die Wahrsager nicht aufdecken.